Benno Fürmann auf Abwägen. Der sportbegeisterte Schauspieler hat sich das deutsche Top-Event im Triathlon, den Dativ Challenge Rot, ausgesucht, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Am Solarer Berg ist es besonders hart. Fürmann beeindruckt. Es ist schwül, es drückt und es ist noch nicht mal Halbzeit. Und du merkst, wie abgekämpft der eine oder andere Athlet jetzt schon ist. Also Respekt. An Fürmanns Seite Lothar Leder, fünffacher Sieger in Rot und der erste Mensch, der die Langdistanz unter 8 Stunden geschafft hat. Vielleicht kann er den Schauspieler ja überzeugen, selbst mal anzutreten. Er hat mir erzählt, er macht sehr viel Crossfit, also Krafttraining, Crossfit-Sachen. Und ich glaube, die kriegen wir noch hin, dass er mitmacht. Die Überzeugungsarbeit dafür geht weiter und näher dran geht nicht. Leder nimmt Fürmann mit in die Wechselzone vom Rad zum Laufen. So ganz mithalten kann der 45-Jährige noch nicht. Selfies sind da schon einfacher. Eigentlich nicht erlaubt, aber Benno Fürmann darf das heute. Er schnappt sich eines der Hightech-Geräte und testet aus. Fachmann Leder immer dabei, er unterstützt mit Fachwissen, aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Da musst du bei Kopfsteinpflaster aufpassen, dass du keine blaue Sorge. Deshalb habt ihr diese Brillen auf, nicht wahr? Nur zuzuschauen ist den beiden zu wenig. An einer der so wichtigen Verpflegungsstationen wird mit angepackt. Mein neuer Kumpel Lothar ist leider zurzeit nicht mehr ansprechbar, weil er hat eine neue Lieblingstätigkeit gefunden. Ja, es ist wichtig. Ja, klar, es ist wichtig. Und du machst das hervorragend. Wasser! Zwei, die sich verstehen. Es bleibt also spannend, ob Fürmann sich für eine Teilnahme begeistern lässt. Sportlich ist er ja, das ist sein Ausgleich zwischen den Dreharbeiten. Ich weiß, dass ich am schnellsten entspanne, wenn ich mich körperlich betätige. Und das am besten tue in der Natur. Was Rot für den Triathlon ist, Hollywood für die Schauspielerei auch mal ein Thema für Benno Fürmann? Nein, Hollywood komprimiert sich natürlich eine Menge von Talent. Ich habe es bloß nie als meinen Weg empfunden, dort zu sein und der so und so vielte Deutsche zu sein, der an die Türen klopft. Sondern ich möchte durch meine Arbeit sozusagen Leute erreichen, durch meine Arbeit sprechen. Also erstmal kein Hollywood, aber dafür der Empfang des Siegers. Und es bleibt noch die Frage offen, nimmt Benno Fürmann die Einladung zur Teilnahme an? So, vielleicht kommst du nächstes Jahr mal zu einer Staffel. Kannst ja auch so schwimmen, Radfahren. Komm doch erstmal nach Berlin, dann machen wir 50 Meter schwimmen, 50 Meter laufen, 50 Meter Radfahren. Sprint-Triathlon. Und dann gibst du mir wieder deine klugen Tipps und dann quatschen wir weiter. Alles klar, hat Spaß gemacht. Großen Spaß. Ciao. Gemacht. Danke, Lothar. Danke. Na, wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Benno Fürmann war auf jeden Fall begeistert und mehr als nur mittendrin beim Dativ Challenge Rot.